So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich, dass Sie wieder uns die Treue halten und so zahlreich gekommen sind. Wir haben natürlich auch ein höchst spannendes Thema und einen höchst spannenden Referenten. Insofern erklärt das sicherlich einiges. Nun, wir stoßen nämlich heute quasi ins Zentrum der Flüchtlingspolitik, der Flüchtlingsthematik vor, nämlich die aktive, gegenwärtige Flüchtlingspolitik. Und am kommenden Montag ergänzen wir das ja mit dem Thema Flüchtlingsrecht. Nicht nur das Flüchtlingsrecht ist ja in einem gewissen Sinne das rechtliche Korsett der Flüchtlingspolitik. Und insofern, denke ich, passen beide Themen sehr gut zusammen. Flüchtlingsrecht und Flüchtlingspolitik sind sehr eng miteinander verkoppelt und sie sind genügend umstritten. Einerseits sollten wir, die wir hier in der Sonne leben, von menschlicher Vernunft und Verantwortung getrieben werden und damit auch Bereitschaft haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Da wird inzwischen heftig diskutiert. Ebenso sind natürlich auch menschliche Vernunft und Verantwortung auf Seiten der Flüchtlinge gefragt. Ich glaube, nur wenn es auf beiden Seiten mit einer entsprechenden Vernunft und Verantwortung zugeht, haben wir eine Chance, dass wir Flüchtlinge hier integrieren. Nun, wir haben jetzt allerdings einen weiteren Spieler in unseren Köpfen und er kontaminiert unsere Köpfe, das ist der Populismus. Nun, er ist deswegen gefährlich, weil er unsere Emotionen und Ängste befeuert und gleichzeitig unseren Verstand lähmt. Nun, wie gewaltig die Kräfte des Populismus sind, das haben wir nicht zuletzt in der vergangenen Woche in den USA gesehen, aber wir sehen das ja natürlich auch hier in Europa. In Deutschland, Holland, Frankreich, der Türkei und anderswo. Und das geht sogar so weit, dass auch etablierte Parteien auf diesen Zug aufspringen, damit sie hier nicht in Deutschland ins politische Hintertreffen geraten. Von daher ist es eben so, dass die Flüchtlingspolitik auch in diesem vielleicht nicht sehr guten Spannungsfeld von Vernunft und Populismus agieren muss, ein oft schwieriger Balanceakt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute nun einen Experten zu diesem Thema der europäischen Flüchtlingspolitik gewinnen konnten, nämlich Herrn Kollegen Frank Schimmelpfennig. Seien Sie uns herzlich willkommen, Herr Schimmelpfennig. Herr Schimmelpfennig hat schon einmal hier früher in Konstanz unterrichtet. Er ist seit 2005 Inhaber des Lehrstuhls für europäische Politik an der ETH in Zürich. Er hat politische Wissenschaften und Geschichte studiert in Deutschland, Frankreich und den USA. Er hat promoviert in Tübingen und habilitiert in Darmstadt. Und er hat für seine Veröffentlichungen verschiedene hoch angesehene Preise bekommen. Er konzentriert sich in seiner Forschung auf die europäische politische Integration. Und für Konstanz sehr gut, er kooperiert hier auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft. Ich bin Ihnen, lieber Herr Schimmelpfennig, sehr dankbar, dass Sie heute zu uns sprechen und die Spannungsfelder ausleuchten, denen die Flüchtlingspolitik in Europa unterworfen ist. Die Moderation dieser Diskussion im Anschluss an den Vortrag wird dankenswerterweise Herr Kollege Volker Schneider übernehmen. Er hat an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für materielle Staatstheorie inne. Seit 3 Jahren hat er auch noch das Vergnügen, Dekan der Sektion Politik, Recht und Wirtschaftswissenschaften an unserer Universität zu sein. Soweit die Vorrede. Jetzt sind wir gespannt auf Sie, Herr Schimmelpfennig. Ja, vielen Dank, Herr Franke, für die freundliche Einladung nach Konstanz und auch für die freundliche Einführung. Ihnen danke ich natürlich für Ihr Interesse, zu diesem Vortrag hier an die Uni zu kommen. Ich will über die europäische Flüchtlingspolitik sprechen und dabei diese Fragen stellen und natürlich auch zu beantworten versuchen. Die erste Frage lautet, warum haben wir eigentlich so etwas wie eine europäische Flüchtlingspolitik?
was waren die Motive, Flüchtlingspolitik aus dem nationalen Rahmen auf die europäische Ebene zu übertragen, auf welchen Prinzipien beruht die europäische Flüchtlingspolitik. Das ist als Hintergrund wichtig, um zu verstehen, wie in der Krise oder wie angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen die EU reagiert hat. Ich werde auch versuchen zu zeigen, wo die Probleme dieser europäischen Flüchtlingspolitik liegen. Dann aber vor allen Dingen mich mit der sogenannten Flüchtlingskrise beschäftigen, wobei man genauer sagen sollte, es ist eher eine Krise der europäischen Flüchtlingspolitik als eine tatsächliche Flüchtlingskrise. Soll heißen, hätte die Politik etwas anders reagiert, hätte es nicht unbedingt eine Krise werden müssen. Und dann etwas ausleuchten, wie die Perspektiven einer europäischen Flüchtlingspolitik aussehen. Also was zeigt sich als Ergebnis dieser Erfahrung europäischer Flüchtlingspolitik? Was sind die Konsequenzen, die die EU daraus gezogen hat? In welche Richtung geht europäische Flüchtlingspolitik in der Zukunft? Das Bild, was ich zeichnen werde, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten, ist kein besonders rosiges, ja, und auch keines, das der europäischen Flüchtlingspolitik ein hohes Maß an Wirksamkeit und Legitimität bescheinigen wird. Und ich werde allerdings im Wesentlichen auch die europäische Flüchtlingspolitik erklären können, ohne auf den allgegenwärtigen Populismus zurückgreifen zu müssen. Also versuche Sie davon zu überzeugen, dass der Populismus natürlich ein paar hässliche Begleittöne dieser europäischen Flüchtlingspolitik produziert hat, aber würde mich zu der These versteigen, dass sie auch ohne diesen Populismus wahrscheinlich weitgehend gescheitert wäre. Zunächst die Frage, warum gibt es eigentlich eine europäische Flüchtlingspolitik? Das Bild, was Sie hier sehen, zeigt das verschlafene Moseldörfchen Schengen in Luxemburg. Und das hat natürlich viel mit Schengen zu tun, was ich Ihnen vorstellen werde. Die europäische Asylpolitik war in den Gründungsverträgen der europäischen Gemeinschaften überhaupt nicht vorgesehen. Ja, wenn Sie sich die Verträge von Rom anschauen, dann wird Flüchtlingspolitik und das, was damit zusammenhängt, also Migration, Visapolitik, überhaupt nicht erwähnt. Das war nicht das, was die Gründerväter der europäischen Integration im Blick hatten. Was sie im Blick hatten, war in der Tat aber die Herstellung eines europäischen Binnenmarkts. Ja, das war in den Verträgen von Rom vorgesehen. Das hat in den 70er Jahren, 80er Jahren nicht so richtig gut funktioniert, aber in den Mitte der 1980er Jahre hat die Europäische Gemeinschaft einen neuen Anlauf genommen zur Herstellung eines Binnenmarktes, der nicht nur Verkehrsfreiheit für Güter, Kapital und Dienstleistungen vorgesehen hat, sondern auch die Personenfreizügigkeit. Freizügigkeit für Arbeitnehmer, für Dienstleister, Niederlassungsfreiheit über die Grenzen der Mitglieder der europäischen Gemeinschaft hinweg. Und zeitlich und wahrscheinlich auch im Sachzusammenhang mit diesen Binnenmarktplänen Mitte der 80er Jahre kam auch der Vorschlag auf, die Personenkontrollen an Binnengrenzen in der Europäischen Union abzuschaffen. Das war eben dieses Schengen-Programm, das Schengener Übereinkommen, das Mitte der 80er Jahre getroffen wurde, zunächst mit einer kleinen Zahl von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Überlegung war hier, dass wenn man einen Binnenmarkt herstellen will und auch möglichst reibungslos in die Realität umsetzen will, dann sind diese ständigen Kontrollen, ja, an den Grenzen der europäischen Staaten, die ja oft auch sehr klein sind, hinderlich. Ja, das schafft Verzögerungen, sowohl für den
für den Warenverkehr, aber auch für den freien Personenverkehr. Im Hintergrund war auch die Überlegung, dass man im Zuge der Herstellung des Binnenmarktes auch etwas tun wollte, was die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie auf Reisen gehen, tatsächlich als einen Vorzug der Europäischen Union wahrnehmen würden. Und bis heute ist eigentlich diese Abschaffung der Binnengrenzen, wenn man die europäischen Bürgerinnen und Bürger befragt, eines der Highlights, ja, eines der Dinge, die sie als positive Errungenschaft der Europäischen Union immer wieder nennen. Das heißt, Schengen bestand darin, die Personenkontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen und im Gegenzug dazu eine gemeinsame Außengrenze zu errichten. Das hatte natürlich wiederum zur Folge, dass man sich Gedanken machen musste, wie man Ersatz dafür schafft, was normalerweise an diesen Binnengrenzen getan wird, nämlich Personen zu überprüfen und zu überprüfen, ob Personen das Recht haben, diese Grenze zu überschreiten. Ja. Und man musste sich überlegen, dass vieles, was im nationalen Rahmen geregelt war, was aber sehr stark an der Existenz eben von diesen Grenzen hing, jetzt europäisch geregelt werden musste. Ja, und die zwei zentralen Probleme, die hier im Vordergrund standen, war zum einen die Bekämpfung von Kriminalität. Ja, wenn man an den Grenzen nicht mehr überprüfen kann, ja, ob hier gesuchte Personen ausreisen, ja, oder verdächtige Personen einreisen, dann muss man auf europäischer Ebene hierfür einen Ersatz schaffen. Das ist eine Seite der Politik der inneren Sicherheit, die in diesem Zusammenhang mit auf den Weg gebracht wurde. Ja, also Europol ist hier ein bekanntes Stichwort, aber vor allen Dingen musste man sich auch darüber Gedanken machen, was wird eigentlich aus der Visapolitik, aus der Asylpolitik und der Einwanderungspolitik, wenn man die Personenkontrollen an den Binnengrenzen abschafft. Man musste hier also dafür, dass man die Binnengrenzen weitgehend entwertet hat, musste man auf europäischer Ebene einen Ersatz schaffen. Das heißt also, die Tatsache, dass wir eine europäische Asylpolitik haben, war nicht dem Wunsch der europäischen Regierungen geschuldet, ja, dass man dachte, es wäre eine gute Idee, eine europäische Asylpolitik zu haben, sondern es war eine Notwendigkeit, ja, die sich daraus ergab, dass man den Wunsch hatte, den Binnenmarkt zu schaffen und im Rahmen dieses Binnenmarktes die Binnengrenzen weitgehend nicht verschwinden zu lassen, aber ihre Wirkung weitgehend zurückzunehmen. Erklärt schon ein bisschen auch die Motivationslage. Ja, also es ging nicht darum, hier einem humanitären Ziel folgend eine europäische Asylpolitik zu schaffen, sondern man musste irgendwie die Lücke schließen, die sich im Rahmen des Binnenmarkts und des Schengen-Programms ergab. Wie hat man diese Lücke geschlossen? Nun, es ist ganz interessant zu sehen, dass sich die europäischen Regierungen beim Schließen dieser Lücke sehr stark daran orientiert haben, wie sie den Binnenmarkt organisiert haben. Ja, sie haben gedacht, ja, jetzt haben wir einen Binnenmarkt für Waren. Ja, und nach dem gleichen Prinzip hat man dann auch die Asylpolitik versucht zu organisieren. Das Neue am Binnenmarktprogramm in der EU war das sogenannte Herkunftslandprinzip, ja, oder Prinzip der wechselseitigen Anerkennung. Das heißt also, um den Binnenmarkt zu schaffen, hat man darauf verzichtet, langwierig sämtliche europäischen Regeln zu harmonisieren, weil das sehr mühsam ist. Ja, man brauchte dafür früher zumindest einstimmige Entscheidungen der Regierungen. Stattdessen hat man gesagt, wenn wir den Binnenmarkt haben wollen, machen wir es jetzt anders. Ja, wir erkennen einfach die Regeln der jeweiligen Herkunftsländer dieser Waren an. Ja, also das Herkunftslandprinzip heißt, wenn ein Unternehmen ein Produkt im europäischen Binnenmarkt in Verkehr bringt, dann muss das nach den Regeln des jeweiligen Herkunftslandes rechtlich in Ordnung sein. Und diese Regeln werden von allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Es wird also nicht mehr bei einem Produkt, was aus Frankreich kommt, in Deutschland geprüft, ja, ob das sicher ist, ja, ob das entsprechend von Produktstandards oder Produktionsstandards
hergestellt wurde, sondern es werden die Regeln des Herkunftslandes anerkannt. Dieses Prinzip hat man auf die Asylpolitik übertragen. Ja, man hat gesagt, wir fangen nicht mit einer großen Harmonisierung des europäischen Asylrechts an, sondern wir verwenden hier etwas, was man sinngemäß dann als Ankunftslandprinzip nennen könnte, nämlich, dass das Land, in dem ein Flüchtling, eine Asylbewerberin zum ersten Mal den Boden der EU betritt, für die Verfahren zuständig ist. Ja, das heißt, das ist die berühmte Dublin-Regel, ja, dass das Erstaufnahmeland für Flüchtlinge zuständig ist, für die Registrierung der Flüchtlinge, auch für das Asylverfahren und die Asylentscheidung nach den jeweils nationalen Regeln. Ja. Und dass die anderen Mitgliedstaaten die Entscheidung dieses Ankunftslandes anerkennen würden. Ja. Was dann auch heißt, ja, dass Asylbewerber, wenn sie in einem Land ein Asylverfahren durchlaufen haben, eine Entscheidung bekommen haben, diese Entscheidung nicht in einem anderen Mitgliedsland anfechten können. Ja, also wenn sie in Österreich abgelehnt werden, dürfen sie nicht nach Deutschland reisen und es dort nochmals versuchen. Ja, um das zu verhindern, werden Flüchtlinge eben registriert. Ja, es gibt eine europäische Datenbank, die dafür zuständig ist. Und wenn es dann doch vorkommt, ja, dass ein Asylbewerber jenseits seines Ankunftslandes sich um ein Verfahren bemüht, dann können die Behörden feststellen, die Person ist schon registriert und können im Prinzip diese Person rücküberstellen, ja, so heißt das, in das Erstaufnahmeland. Ja. Das ist das Prinzip, dem die europäische Asylpolitik folgt, also nicht ein gemeinsames Recht zu schaffen, sondern wechselseitig das Asylrecht und die Asylentscheidungen der anderen Mitgliedstaaten des Schengen-Raums anzuerkennen. Zweites Prinzip war, zumindest zu Beginn dieser Politik, eine weitgehende Regierungskontrolle. Das heißt, in diesem Bereich der Asylpolitik haben die Regierungen natürlich auf der einen Seite gesehen, ja, dass sie europäisch etwas tun müssen, wenn sie ihre Personenkontrollen an den Grenzen aufgeben. Sie haben aber dennoch versucht, ein Maximum an nationaler Souveränität in diesem Bereich zu behalten. Das heißt also, am Anfang dieser europäischen Asylpolitik galt das Prinzip der Einstimmigkeit. Entscheidungen konnten nur einstimmig getroffen werden, während sonst im Binnenmarkt ja das Mehrheitsprinzip gilt. Und sie haben zumindest anfänglich versucht, die supranationalen Organe der EU, also Kommission, Parlament, Gerichtshof, aus dieser Asylpolitik möglichst fernzuhalten. Ja. Das heißt, es war der Versuch, und Innenpolitik ist nun mal ein Kernbereich staatlicher Souveränität, hier so wenig wie möglich an Kompetenzen abzugeben. Drittes wichtiges Prinzip dieser Asylpolitik lässt sich unter dem Begriff der Externalisierung fassen. Ja? Das könnte man böse so schreiben, dass aus europäischer Sicht die beste Asylpolitik die Politik ist, die Flüchtlinge möglichst weit von den eigenen Grenzen fernhält. Das heißt also, die beste Asylpolitik ist die, die erst gar nicht dazu führt, ja? Dass es hier zu diesem Ankunftslandprinzip kommen muss. Das heißt also, zum einen hat die EU oder haben die Mitgliedstaaten der EU eine ganze Reihe von sicheren Herkunftsstaaten definiert. Ja, sie haben also versucht, möglichst viele Staaten als sicher zu deklarieren, ja, sodass man also Flüchtlinge, die aus diesen Staaten die EU-Grenzen überschreiten, relativ schnell wieder zurückschicken konnte, ja, weil man gewissermaßen pauschal angenommen hat, dass Menschen in diesen Ländern entsprechend der Flüchtlingskonvention behandelt werden und es keine legitimen Fluchtgründe gibt. Ja? Und der Versuch der EU war lange Zeit gewissermaßen, sämtliche Länder, die an den Außengrenzen der EU waren, als sichere Herkunftsländer zu definieren. Das ging natürlich nicht mit allen, ja? Denn an den Grenzen der EU befinden sich auch Länder, die nachgewiesenermaßen Menschenrechte verletzen. Der zweite Schritt bestand darin, sogenannte Rücknahmeabkommen zu schließen mit diesen Drittländern. Ja, also zu sagen, gut, ihr seid nicht nur sichere Herkunftsländer, wenn Leute aus diesen Ländern in die EU kommen, dann gibt es ein Abkommen,
nachdem Flüchtlinge aus diesen Ländern von diesen Staaten wieder zurückgenommen werden. Ja. Auch da hat die EU versucht, um ihre eigenen Grenzen herum einen möglichst geschlossenen Ring von Staaten zu schaffen, mit denen sie Rücknahmeabkommen schließt. Die EU hat es gewissermaßen unmöglich gemacht, Asylanträge von außen zu stellen. Ja, das heißt also, es ist nicht möglich, zum Beispiel sich an eine europäische Botschaft zu wenden, außerhalb der EU und dort einen Asylantrag zu stellen. Man kann nur einen Asylantrag stellen, wenn man tatsächlich dann den EU-Boden erreicht hat. Das heißt, die EU hat dann zusätzlich versucht, natürlich zu verhindern, ja, dass Menschen überhaupt diesen Weg gehen können. Ja, und eine besonders notorische Regel der EU in diesem Fall ist, dass sie Beförderungsunternehmen, Transportunternehmen haftbar macht, wenn sie Menschen in die EU bringen, ja, die dann wiederum nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Also in diesem Fall müssen die Fluggesellschaften oder auch Schiffgesellschaften dafür haften, ja, müssen gewissermaßen diese Leute auf ihre eigenen Kosten wieder zurückbringen, was dazu führt, dass die natürlich das Risiko nicht eingehen und niemanden, der kein Visum für die EU vorweisen kann, in die EU bringen. Also diese ganzen Bausteine der Externalisierung gehören zu diesem Asylregime dazu, mit dem Zweck, möglichst Asylanträge von vornherein zu vermeiden. Wo liegen die Probleme dieses europäischen Asylregimes? Kann man zwei Stichworte nennen: ungleiche Lasten, ungleiche Standards. Dieses Herkunftsland- oder Ankunftslandprinzip hat den unschlagbaren Vorteil, ja, dass man es mit einem Federstrich in die Realität umsetzen kann, ja, weil alle Mitgliedstaaten eine Asylpolitik haben und man vermeidet, in langwierigen europäischen Verhandlungen zu gemeinsamen Standards zu kommen. Von daher ließ sich das sehr einfach einführen, aber es hat gewisse Kosten oder gewisse Nachteile. Ja. Das eine, das ist eine ungleiche Lastenverteilung, die in der Flüchtlingskrise ganz offensichtlich geworden ist. Ja, es benachteiligt natürlich die Staaten, die am geografischen Rand der Europäischen Union liegen, die also die natürlichen Ankunftsländer sind. Ja, wenn Sie sich überlegen, naja, mit dem Flugzeug kann man eigentlich nicht mehr einreisen, wenn man Asyl beantragen will, ja, dann geht das nur über den Land- oder den Seeweg. Das heißt also, die Länder an den Außengrenzen der EU sind die ersten, wo Flüchtlinge den EU-Boden betreten und damit sind diese Länder zuständig. Ja. Das heißt, idealerweise dürften also nach diesen Dublin-Regeln in Deutschland überhaupt keine Asylverfahren stattfinden, ja, weil es eigentlich fast nicht möglich ist, ja, den deutschen Boden zu betreten, ohne nicht schon vorher in einem EU-Land anwesend zu sein. Das heißt, hier werden zwischen den Mitgliedstaaten Lasten ungleich verteilt. Und kann man sich natürlich fragen, ja, warum haben die Länder an den Grenzen dem überhaupt zugestimmt? Die mussten das doch kommen sehen. Naja, als diese Regeln gemacht wurden, war eben noch nicht so ohne weiteres abzusehen, dass wir diese massiven Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer haben würden. In dieser Zeit war eigentlich die größte Belastung an Flüchtlingen aus Jugoslawien oder von Osten her. Ja, das heißt, es war auch aus damaliger Sicht nicht unbedingt vorauszusehen, ja, wen es dann treffen würde. Aber dass es die Länder an den Rändern der EU treffen würde, das war deutlich vorauszusehen. Und natürlich schafft es ungleiche Lastenverteilung zwischen Mitglied- und Nicht-Mitgliedstaaten, wenn die EU versucht, möglichst Flüchtlinge vom eigenen Territorium fernzuhalten und die Lasten den Nachbarstaaten im Wesentlichen aufzubürden. Die ungleichen Standards führen dazu, dass wir in der EU so eine Art Asyllotterie haben. Ja? Das heißt also, wenn es keine gemeinsamen Standards gibt für die Anerkennung von Flüchtlingen, für die Verfahren, für die Asylverfahren, für die Unterbringung von Flüchtlingen, dann ist das Asylrecht, was ja im Grunde ein Menschenrecht ist, ein bisschen davon abhängig, ja, wo man in der EU landet. Ja. Und wer in Schweden oder in Deutschland früher landete, der hatte
das Große losgezogen und wer in Griechenland und Bulgarien landete, hat dann eher eine Niete gezogen, ja, was die Bedingungen der Asylpolitik anging. Diese ungleichen Standards führten auch dazu, dass die menschenrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der UN-Flüchtlingskonvention in den europäischen Staaten höchst ungleich umgesetzt wurden. Ja, im Grunde geht dieses Ankunftslandprinzip davon aus, dass die Regeln überall so sind, dass es eine menschenwürdige Behandlung und eine Behandlung der Flüchtlinge entsprechend der UN-Flüchtlingskonvention gibt und dass man deshalb die Entscheidungen wechselseitig anerkennen kann. Das ist aber in der Tat nicht der Fall. Es gibt einige Gerichtsurteile, ja, selbst von europäischen Gerichten, die sagen, in diesem Land, und da gibt es Beispiele für Italien, Griechenland, Ungarn, Bulgarien, in diesem Land sind die Zustände so erbärmlich und so wenig mit der UN-Flüchtlingskonvention in Einklang zu bringen, dass Gerichte den Regierungen verboten haben, Flüchtlinge rückzuüberstellen in diese Länder. Also da hat die wechselseitige Anerkennung eben nicht funktioniert. Und natürlich schaffen diese ungleichen Standards Anreize zu einem Unterbietungswettlauf. Ja, das heißt also, die Länder, die relativ hohe Standards haben, sehen natürlich, ja, dass Flüchtlinge am liebsten bei ihnen landen und versuchen, in diese Länder zu kommen. Ja. Das heißt also, um hier nicht mehr aufzunehmen als andere, versucht man, die eigenen Standards eher zu senken, ja, und damit Flüchtlinge möglichst abzuschrecken bzw. in andere EU-Länder umzuleiten. Diese Probleme waren auch schon vor der Flüchtlingskrise bekannt, ja, und wurden diskutiert, wurden auch kritisiert, auch seitens der Vereinten Nationen, seitens Nichtregierungsorganisationen. Und es hat hier gewisse Weiterentwicklungen gegeben. Die EU hat auch vorher schon in mehreren Gesetzespaketen versucht, die Standards innerhalb der EU anzugleichen. Es gab eine gewisse Harmonisierung. Allerdings muss man sagen, das war im Wesentlichen eine Minimalharmonisierung. Das heißt, man hat gewisse untere Standards festgelegt, die nicht unterschritten werden durften. Aber oberhalb dieser Minimalstandards gab es dennoch eine große Bandbreite von Regeln in der Europäischen Union. Und selbst diese Minimalharmonisierung wurde in vielen Ländern nur verzögert oder auch gar nicht entsprechend dem Wortlaut der EU-Gesetze umgesetzt. Es gab eine schrittweise Vergemeinschaftung der EU-Asylpolitik in dem Sinne, dass man von der Einstimmigkeit weggegangen ist und auch die Kommission, das Europäische Parlament und den Europäischen Gerichtshof beteiligt hat. Das heißt also weg von der einseitigen Regierungskontrolle hin zur Beteiligung anderer Organe. Und es wurden, weil man gemerkt hat, ja, Mitgliedstaaten sind hier zum Teil überfordert oder man muss sich besser koordinieren, hat man dann auch gemeinsame Institutionen geschaffen. Hier sind zwei zu nennen, also zum einen die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, die 2004 gegründet wurde, mit dem Ziel, die Grenzschutzbehörden der Mitgliedstaaten zu koordinieren und das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, was 2010 geschaffen wurde, auch mit dem Ziel, die nationalen Asylbehörden zu beraten und besser zu koordinieren. Hier ist es wichtig, im Kopf zu haben, dass das keine Institutionen sind, keine Organe sind, die, als sie gegründet wurden, starke eigene Kompetenzen hatten, ja, sondern die waren nur dazu da, zu koordinieren, zu beraten, hatten aber nicht die Befugnis, unabhängig von den Regierungen oder auch gegen die Regierungen Entscheidungen zu treffen. Ja? Also eher schwache Organe. Vor allen Dingen aber blieb trotz aller Versuche, das zu ändern, ja, dieses Ankunftslandprinzip unverändert. Ja, daran wurde nicht gedreht. Gut, kommen wir jetzt zur Flüchtlingskrise selbst. Wo lagen hier die Ursprünge?
Es waren im Wesentlichen zwei Entwicklungen, ja, in der Nachbarschaft der Europäischen Union, die hier zu einer massiven Zunahme des Flüchtlingsdrucks geführt haben. Ja. Zum einen die Regimekrisen im Nahen Osten, ja, von Marokko bis hin bis zum Irak, der sogenannte arabische Frühling. Ja. Und zum anderen aber auch der Rückzug des Westens oder westlicher Streitkräfte aus Ländern, in denen in denen das westliche Militär zumindest für eine gewisse Zeit, ja, das ist schwer zu bewerten. Zunächst haben sie natürlich dafür gesorgt, dass Regime hier auch umgestürzt wurden, etwa im Irak oder in Afghanistan. Sie haben aber dann zumindest für ein Minimum an Ordnung gesorgt, und mit dem Rückzug ist aber diese sehr prekäre und instabile Ordnung in diesen Ländern zusammengebrochen, was wir jetzt im Irak, aber auch in Teilen von Syrien sehen, ist ein Ergebnis dieser, ja, letztlich gescheiterten Interventionspolitik der USA und ihrer Verbündeten. Das hat zum einen zu einer Zunahme der Fluchtgründe geführt. Ja. Bürgerkrieg ist der zentrale Fluchtgrund, der über das Maß an, sagen wir, wirtschaftlichen Gründen, die es immer schon gab, die es auch vorher gab, hinaus eben zu diesem starken Anstieg geführt haben. Repression und Bürgerkrieg sind Folge dieser Entwicklungen. Es gab aber auch eine Zunahme der Fluchtgelegenheiten. Ja? Also durch den Zusammenbruch der Regime an der Grenze der Europäischen Union war es diesen Staaten nicht mehr möglich, Flucht zu verhindern, einzudämmen. Ja? Das heißt also, hier konnten sich dann eben auch die Schlepperbanden breit machen, die ungehindert, ja, von staatlichen Institutionen, die einfach hier nicht operiert haben, manchmal auch nicht unbedingt operieren wollten, die sich da breit machen konnten. Und mit dem Zusammenbruch vieler dieser Regime sind auch viele dieser Abkommen, die die EU getroffen hatte mit den Staaten, ja, über Rücknahme etwa. Ja, also man hat zum Beispiel mit dem früheren libyschen Diktator Gaddafi recht gute Geschäfte gemacht. Ja. Der hat also versprochen, den Flüchtlinge zurückzuhalten. Ja. Und dafür wurde er dann von Europa auch unterstützt. Das ist natürlich mit dem Zusammenbruch dieser Regime auch weggefallen. Also beides kommt zusammen, mehr Fluchtgründe, aber auch mehr Fluchtgelegenheiten. Ja. Und in diesem Augenblick scheitert also diese Externalisierungsstrategie, die die Europäische Union verfolgt hatte. Sie hatte aber gleichzeitig keine Alternativstrategien, ja, die das kompensiert hätten. Ja. Das heißt also, in diesem Augenblick rächt sich, dass es in der EU kein Lastenteilungsverfahren gibt, ja, rächt sich, dass es keine harmonisierten Standards gibt, und es rächt sich, dass europäische Organe nicht die Möglichkeiten, die Kompetenzen oder die materiellen Mittel hatten, ja, um den Staaten in diesem Augenblick zu helfen. Das heißt also, das einseitige Setzen auf diese Externalisierungsstrategie hat verhindert, ja, dass die EU in dem Augenblick, als diese Externalisierungsstrategie scheitert, eine brauchbare Rückfallposition gehabt hätte. Das heißt, das Asylregime der EU bricht in diesem Augenblick zusammen, und wir haben eine Bewegung zurück zur Selbsthilfe. Ja, also jeder europäische Staat tut, was er kann, was er für richtig hält, was er muss, ja, weil die europäischen Institutionen, die europäischen Regeln in diesem Augenblick nicht mehr greifen. Um zu verstehen, wie die Staaten reagieren, ja, welche Politik sie betreiben, muss man sich die Flüchtlingskrise als eine Art Verteilungskonflikt vorstellen, in dem die europäischen Staaten ganz unterschiedliche Positionen hatten. Ja. Verteilungskonflikt in dem Sinne, dass es darum ging, ja, wie werden die Lasten, wie werden die Flüchtlinge, ja,
die Versorgung, die Verfahren dieser Flüchtlinge, wie wird das unter den europäischen Staaten verteilt? Das war der zentrale Konflikt. Und es hing im Wesentlichen von der geografischen Position und der Attraktivität der europäischen Staaten für Flüchtlinge ab, in welcher Position sich die Staaten befanden. Und ich unterscheide hier vier Kategorien von Staaten. Die Frontstaaten, das sind die Meeresanrainer, ja, die Erstaufnahmeländer, die zunächst mal von den Flüchtlingen angesteuert werden. Dann gibt es die Zielstaaten, das sind die Staaten, wo die Flüchtlinge gerne hinwollen, weil sie die attraktivsten Bedingungen dort vorfinden, sowohl wirtschaftlicher Art als auch was die Liberalität der Asylregeln angeht. Dann gibt es Transitstaaten, die befinden sich auf der Route, ja, zwischen den Frontstaaten und den Zielstaaten. Da müssen die Flüchtlinge durch, aber sie wollen nicht da bleiben, weil es dort keine attraktiven Bedingungen gibt. Und schließlich haben wir die Randstaaten, die abseits dieser Route liegen. Das sah dann 2015 ungefähr so aus. Ja. Wir haben also die Frontstaaten im Mittelmeer. Wenn Sie sich die Balkanroute anschauen, dann sind die gelben die Transitstaaten. Mazedonien, Serbien, Ungarn, Slowenien. Die Zielstaaten, also dort, wo Flüchtlinge hinstreben, waren vor allen Dingen Österreich, Deutschland, aber auch dann weiter nördlich Schweden und Finnland, also Länder mit wirtschaftlich guten Bedingungen und mit relativ guten Bedingungen für die Anerkennung, ja, von Flüchtlingen, also relativ liberalen Flüchtlingsregimes. Ja. Während die anderen Staaten zumindest zu diesem Zeitpunkt eher Randstaaten waren, ja, weil die Flüchtlingsrouten weitgehend an ihnen vorbeiliefen. Warum ist das wichtig? Nun, weil nach meiner Auffassung diese Position, also wo sich ein Staat einordnet, ja, uns sehr viel darüber aussagt, wie dieser Staat sich in der Flüchtlingspolitik verhält, ja, welche Forderungen er an die EU stellt und welche Maßnahmen er ergreift, um in der Flüchtlingskrise, in diesem Verteilungskonflikt, ja, möglichst gut dazustehen. Das ist eine relativ einfache Matrix, die sagt, ja, sind Staaten, also was sind die Präferenzen der Staaten in der Flüchtlingskrise? Ja, sind Staaten für oder gegen eine Umverteilung, eine europäische Umverteilung der Flüchtlinge? Ja, und die anderen beiden Alternativen, durchwinken und aussperren, das sind die Verhaltensalternativen, die sie haben, wenn es mit der Umverteilung nichts wird. Ja. Das heißt also, Frontstaaten und Zielstaaten sind in der europäischen Politik als starke Befürworter einer Umverteilung innerhalb der EU aufgetreten. Warum? Relativ einfach, weil diese Staaten natürlich von den Flüchtlingen besonders stark frequentiert wurden. Ja. Diese Staaten wurden besonders stark belastet. Sie hatten ein Interesse daran, ja, diese Lasten mit den anderen europäischen Staaten zu teilen. Nur die Transitstaaten und Randstaaten hatten kein Interesse an der Umverteilung, weil sie eben entweder nicht weiter belastet waren, ja, durch die Flüchtlingspolitik, weil die Flüchtlingsrouten an ihnen vorbeiliefen, oder weil die Flüchtlinge kein Interesse hatten zu bleiben, ja, sondern im Wesentlichen durchzuwandern. Ja. Gut, die Frontstaaten sind mit ihrer Bitte um Umverteilung auf taube Ohren gestoßen in der EU, ja, und haben als Alternativmaßnahme dann das sogenannte Durchwinken praktiziert. Das heißt, sie haben Flüchtlinge nicht mehr registriert. Ja. Sie haben in dem Fall bei Nichtanerkennung von Flüchtlingen auch nicht für ihren Rücktransport gesorgt. Ja, also es gibt, man weiß von Fällen aus den Mittelmeerländern, dass nicht anerkannten Flüchtlingen ein Schreiben in die Hand gedrückt wurde. Ja, sie haben bis dann und dann unser Land zu verlassen.
wohin und wie wurde nicht weiter genannt. Ja, also man hat sich des Problems quasi dadurch entledigt, dass man Flüchtlinge entweder gar nicht mehr registriert hat, damit waren sie auch nicht rückzuüberstellen, wenn sie woanders gelandet sind, ja, oder indem man es ihnen überlassen hat, wo sie hingehen und die Grenzen im Grunde geöffnet. Ja. Ähnlich haben das auch die Transitstaaten gemacht. Ja. Man kennt ja die Beispiele aus der Flüchtlingskrise, dass in diesen Transitstaaten die staatlichen Behörden für den Weitertransport gesorgt haben an die nächste Grenze, um dieses Problem möglichst schnell wieder loszuwerden. Diese Möglichkeit hatten die Zielstaaten und die Frontstaaten nicht. Ja? Also die hatten die Zielstaaten und die Randstaaten, hatten vor allen Dingen die Zielstaaten nicht, ja? Weil im Grunde der Flüchtlingsstrom dort geendet ist. Ja? Das heißt also, durchwinken ging nicht, ja? Die wollten ja nicht weiter und man konnte ihnen da auch nicht helfen, sondern als die Zielstaaten mit ihren Umverteilungswünschen gescheitert sind, blieb im Grunde nur die Alternative, Flüchtlinge möglichst weit auszusperren. Ja. Während die Randstaaten natürlich auch gegen eine Umverteilung waren und auch versucht haben zu verhindern, dass die Flüchtlingsrouten umgelenkt wurden in ihr Gebiet, also haben auch versucht, möglichst auszusperren. Ja. Das heißt, diese Alternativen, man kann recht gut, ja, die Staaten in diese Gruppen einsortieren und kann recht gut sehen, ja, wie sie sich in den europäischen Verhandlungen positioniert haben, was ihre Präferenzen waren und wie sie sich dann in diesem Verteilungskonflikt verhalten haben. Gut, die nächste Frage ist natürlich, wie gehen solche Verhandlungen aus? Wie können wir erklären, warum es in der Flüchtlingspolitik eben keine europäische Lösung gab? Die Verhandlungssituation hat große Ähnlichkeiten mit dem, was man auch als Oberliga-, Unterliga-Situation aus der Wasserwirtschaft kennt oder aus der Flussreinhaltungspolitik, ja, bei der die Oberliga, also die am Oberlauf eines Flusses sitzen, wesentlich höhere Macht haben als die am Unterlauf sitzen. Ja, das heißt, die am Oberlauf sitzen, können ihre Schadstoffe relativ einfach in den Fluss einleiten. Es kommt ja dann unten an und sie müssen sich nicht um die Beseitigung kümmern. Ähnlich auch, wer am Oberlauf sitzt, kann die Entnahme von Wasser kontrollieren und die am Unterlauf des Flusses sitzen, das sind normalerweise die nehmen müssen, was übrig bleibt. Ja. Um im Bild zu bleiben, ja, gilt das ähnlich auch bei Flüchtlingsströmen, ja, wo es auch eben Oberliga und Unterliga gibt, ja, und die Zielstaaten sind hier eben die Unterliga, dort wo der Strom mündet, ja, während die Oberliga hier deutlich höhere Verhandlungsmacht haben. Ja. Das heißt, um zu verstehen, wie die Verhandlungsmacht ist, kann man vergleichen, was sind die Kosten des Status quo, ja, und was sind die Kosten der Veränderung. Randstaaten haben keine Status quo-Kosten, weil bei ihnen keine Flüchtlinge ankommen. Sie haben aber extrem hohe Veränderungskosten, weil jede Veränderung zu ihren Lasten geht. Transitstaaten haben durchaus gewisse Kosten, ja, weil es gewisse Kosten verursacht, zum Beispiel Flüchtlinge zu transportieren. Aber hier sind die Status quo-Kosten deutlich geringer als die Veränderungskosten. Frontstaaten haben hohe Status quo-Kosten, ja, weil sie zunächst für die Erstversorgung der Flüchtlinge zuständig sind. Die sind höher als die Veränderungskosten, deshalb möchten sie eine Veränderung haben, haben aber immer noch die Möglichkeit, falls das nicht funktioniert, Flüchtlinge einfach durchzureichen, während die Zielstaaten, ja, im Grunde keine Veränderungskosten haben. Jede Veränderung ist zum Nutzen dieser Zielstaaten. Ja, dafür haben sie extrem hohe Status quo-Kosten. Ja, also das zeigt ungefähr, wie die Verhandlungsmacht aussieht. Ja, das heißt, die größte Verhandlungsmacht haben die Staaten, die von den Flüchtlingsströmen nicht betroffen sind. Die geringste Verhandlungsmacht haben die Zielstaaten, ja, in diesem Fall Deutschland, Schweden vor allem. Vor allen Dingen zeigt diese Analyse von Kosten und Nutzen, dass es eigentlich keine gemeinsamen Interessen gibt. Es ist so eine Art Nullsummenspiel. Ja, das heißt, der eine gewinnt dadurch, dass der andere verliert. Ja, es gibt
wenig Lösungen, bei denen alle gewinnen oder bei denen alle aufeinander angewiesen wären. Verschärft wird das Ganze natürlich, dass dieses Flüchtlingsproblem politisch extrem aufgeladen wurde. Es sind eben nicht nur, sagen wir, Waren in einem Binnenmarkt, sondern es geht um Menschen, ja, Menschen mit anderer Identität, anderer Kultur. Ja, das verschärft nochmal diesen Verteilungskonflikt. Ich würde aber behaupten, das ist nicht die Ursache. Ja, so das Scheitern der EU-Flüchtlingspolitik hat seine Ursache nicht in diesen kulturellen Konflikten, in diesen Identitätsproblemen, sondern es hat die Ursachen eben in diesen sehr unterschiedlichen strukturellen Interessen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich wiederum aus ihren unterschiedlichen Asylregeln und ihrer unterschiedlichen geografischen Position ergeben. Die kulturellen Fragen, die Identitätsfragen verstärken das, ja, aber sie sind aus meiner Sicht sekundär. Gut, aber die Frage ist nun, was können die Zielstaaten tun, ja, die quasi am Unterlauf dieses Flüchtlingsstroms liegen? Die haben natürlich gewisse Handlungsmöglichkeiten auch. Ja. Sie können zum einen ihre Attraktivität einschränken. Ja. Das heißt, sie können ihre Regeln für Flüchtlinge verschärfen. Ja. So weit verschärfen, dass es eben nicht mehr attraktiver ist, ja, für Flüchtlinge in dieses Land zu kommen als in das Nachbarland. Ja. Das ist eine Strategie, die sie haben können. Sie können den Zugang einschränken. Ja. Das ist die zweite Alternative, die sie haben. Sie können aber auch die Oberliga kompensieren. Ja? Sie können sagen, okay, wenn ihr uns nicht all diese Flüchtlinge schickt, ja, dann dürft ihr euch was wünschen. Ja? Dann bekommt ihr Geld, Unterstützung. Ja? Also man muss in gewissermaßen die Oberliga dafür kompensieren, dass sie eben nicht die Flüchtlinge durchwinken. Man kann ihnen natürlich auch drohen. Ja? Man kann sagen, wenn ihr weiter Flüchtlinge schickt, dann. Ja? Das sind so die Handlungsalternativen, die Unterliga haben, die Zielstaaten haben. Gut, schauen wir uns an, was in der EU passiert ist. Wie erwartet ist die Umverteilung gescheitert. Ja? Hier gab es einfach keinen gemeinsamen Nutzen, ja, der sich durch die Umverteilung hätte realisieren lassen. Es gibt bis heute keine Veränderung dieses Ankunftslandsprinzip. Ja? Da gibt es keine Perspektive in diese Richtung. Es gibt auch keine permanente Quotenregel, ja, wie wir es etwa in Deutschland haben mit dem Königsteiner Schlüssel, ja, dass die Bundesländer je nach Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft Flüchtlinge aufnehmen müssen. Selbst die Ad-hoc-Verteilung, ja, das heißt, die einzige Regel, die wir in der EU haben, ist dieses eine Gesetz, das vorsieht, dass etwa, sagen wir, 10% der Flüchtlinge, diese 160.000 Flüchtlinge, ad hoc einmalig, ja, auf die europäischen Staaten hätten verteilt werden sollen von diesen 160.000 Flüchtlingen. Obwohl das EU-Gesetz ist, ja, sind bisher mal, die letzten Zahlen zeigen das, nicht einmal 7.000 verteilt worden. Ja. Zielstaaten haben genau die Reaktion gezeigt, ja, die man erwarten würde in ihrer misslichen Lage. Sie haben zum einen ihr Asylrecht verschärft. Ja, wenn Sie sich die zwei Asylpakete anschauen, die Bundesregierung durchgebracht hat im Bundestag, da sehen Sie, das ist ein Versuch, ja, alles, was Deutschland als Asylaufnahmeland attraktiv macht, zurückzufahren. Ja, es werden Schnellverfahren eingeführt, der Familiennachzug wird eingeschränkt, es werden weitere sichere Herkunftsländer deklariert. Schweden hat sogar eine befristete Aufenthaltserlaubnis für Flüchtlinge nur gegeben. Das Problem dieser Verschärfung des Asylrechts ist, das wirkt natürlich mittelfristig erst. Ja. Und man kann auch nicht sämtliche attraktiven Bedingungen abschaffen. Ja, zum Beispiel gehen Flüchtlinge natürlich gerne dahin, wo schon Landsleute wohnen. Ja, die kann man ja nicht einfach aus dem Land schaffen. Und sie gehen natürlich auch gerne dahin, wo die wirtschaftlichen Bedingungen gut sind. Ja, auch das will man natürlich nicht unbedingt ändern, ja, weil das auch die eigene Bevölkerung trifft. Das heißt also, diese Attraktivitätseinschränkung ist etwas, was erst mittelfristig greift.
Es gab auch Drohungen an die Oberliga, ja, zu sagen, okay, wenn ihr keine Flüchtlinge aufnehmt, ja, dann müssen wir nochmal über die Verteilung von EU-Subventionen reden. Das war die Drohung vor allen Dingen gegenüber den osteuropäischen Staaten. Hier muss man aber sagen, naja, also das ist auch kurzfristig nicht durchsetzbar. Ja, dazu muss man erstmal die Regeln ändern, dann dazu muss man die nächsten Haushaltsberatungen abwarten. Und wie glaubwürdig das ist, da bin ich auch sehr skeptisch. Ja. Also beide diese Reaktionen sieht man zwar, ja, aber sie sind natürlich nicht unmittelbar wirksam. Was wirksam ist, ja, und das haben die Zielländer dann auch in Angriff genommen, ist einfach den Zugang durch Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Bau von Grenzzäunen zu erschweren und eben diese andere Strategie, nämlich die Strategie der Seitenzahlungen an Oberliga. Ja. Das heißt also, man versucht den Oberligern gewisse Geschenke oder Zugeständnisse zu machen, im Gegenzug dazu, dass sie eben nicht mehr so viele Flüchtlinge dann tatsächlich durchlassen. Ja. Und beide Strategien haben die Zielstaaten, die von ihrer Machtposition her wenig Alternativen hatten, versucht zu nutzen. Das sieht man am deutschen Beispiel, ja, wo auch Grenzkontrollen eingeführt wurden. Grenzzäune wurden nicht gebaut, aber Schweden hat zum Beispiel aufgrund seiner, sagen wir, günstigen geografischen Lage im Grunde den Zugang über den Öresund abgeriegelt. Ja, bis heute kommen sie dann nur mit einer Kontrolle über die Brücke. Das war relativ leicht zu machen, was dann dazu führte, dass im Gegenzug Dänemark Grenzkontrollen eingeführt hat. Ja, das führt dann eben zu dieser Kettenreaktion. Ja, wenn ein Land dicht macht, dann machen die Länder davor dicht und so weiter, bis am Ende dann die Flüchtlinge irgendwo an den Grenzen Griechenlands stranden. Auf der anderen Seite hat man eben versucht, den Zufluss dadurch einzudämmen, dass man die Oberliga kompensiert hat. Dazu gehört der berühmt-berüchtigte Türkei-Deal, ja, der ja nicht von der EU an sich angestrengt wurde, sondern das war ein Privatprojekt von Angela Merkel, ja, und das ist dann von der EU übernommen worden. Aber es ist kein Wunder, dass Merkel das macht, weil sie als Regierungschefin eines Ziellandes natürlich den größten Druck verspürte, hier etwas zu tun. Das sieht man auch bei Merkels Afrika-Diplomatie, ja, die wir in den letzten Wochen beobachten konnten, also die Reise in afrikanische Länder, aus denen sehr viele Flüchtlinge kommen, ja, und auch dort der Versuch, mit den Regierungen etwas auszuhandeln, damit die den Flüchtlingsstrom eindämmen, im Gegenzug zu wirtschaftlicher Hilfe etwa. Und man hat beschlossen, die Frontstaaten besser zu unterstützen. Ja. Wozu das dann führt, ist im Grunde eine Rückkehr oder zu dem Versuch, ja, die zunächst gescheiterte Externalisierungsstrategie wieder auf die Beine zu stellen. Ja. Das heißt also, obwohl diese Externalisierungsstrategie zunächst gescheitert war und dann offensichtlich wurde, dass die EU nicht über alternative Möglichkeiten verfügt, mit dem Flüchtlingsstrom umzugehen, lernt die EU, naja, also es gibt keine Einigkeit in der Frage, die internen Mechanismen, also Umverteilung, Harmonisierung tatsächlich voranzubringen. Also kehrt man zurück, ja, zu der Rückfallstrategie Externalisierung, und das ist das, was wir jetzt in der Tat beobachten können. Das ist die einzige Politik, auf die sich die europäischen Staaten einigen können, nämlich Flüchtlinge möglichst weit vom EU-Territorium fernzuhalten bzw. an den Grenzen zu halten. Dazu gehören die Hotspots an den Außengrenzen. Die weitergehenden Überlegungen in dem Zusammenhang bestehen auch darin, gar nicht erst die Hotspots innerhalb der EU zu haben, ja, sondern möglichst schon vor den EU-Grenzen irgendwo im Norden Afrikas zu haben. Das sind zum Beispiel die Vorstellungen, die unser Innenminister hat. Ja. Das wäre also gewissermaßen die Externalisierung dann noch eine Stufe weiter gedacht. Ob das umsetzbar ist, ist allerdings sehr fraglich. Aber zum Beispiel aus Australien hat das in der Vergangenheit sehr stark praktiziert, ja, also Flüchtlingslager in anderen Ländern zu haben und nicht auf dem eigenen Territorium. Und Ausbau des Grenzschutzes. Ja.
Das heißt also, der einzige Politikbereich oder der einzige Bereich, in dem die Flüchtlingskrise zu einer Stärkung europäischer Institutionen führte, war also ausgerechnet im Fall von Frontex. Frontex wurde umgebildet, ja, zu einer europäischen Grenz- und Küstenschutzagentur. Man kann an der Finanzierung sehen, ja, wie wichtig das Thema geworden ist. Also Frontex hat Mitte der 2000er Jahre mal mit einem Budget von 6 Millionen Euro angefangen. Innerhalb der letzten 3-4 Jahre ist das Budget nochmal verdoppelt worden auf jetzt 180 Millionen und es soll auch weiter ausgebaut werden. Frontex hat eigenes Equipment bekommen, eigenes Personal. Die Staaten sind jetzt verpflichtet, vorher war das freiwillig, sind jetzt verpflichtet für Operationen Personal zur Verfügung zu stellen. Und erstmals hat diese Agentur jetzt eigenständige Interventionsmöglichkeiten bekommen. Also vorher galt das Prinzip, Frontex kann nur operieren mit Zustimmung der Staaten, auf deren Territorium es operiert. Jetzt gibt es Ausnahmefälle. Also wenn der Europäische Rat zustimmt, dann kann, oder wenn der Rat der Europäischen Union genauer gesagt zustimmt, dann kann Frontex auch intervenieren bei akuten Krisen, aber auch im Fall von Abschiebungen, selbst gegen den Willen des Staates, in dessen Territorium es operiert. Also die einzige tatsächliche Stärkung von supranationalen Organen findet im Bereich der Grenzsicherung statt, der Bereich, auf den sich dann am Ende alle Staaten irgendwo einigen können. Und hinzu kommen eben dann die Abkommen mit Nachbarstaaten. Gut, ich will vielleicht vor dem Abschluss meines Vortrages noch einen kurzen Blick werfen auf den Vergleich mit der Euro-Krise, ja, also der anderen großen Krise des europäischen Integrationsprojektes, die nur wenige Jahre vorher stattgefunden hat, weil ich denke, dass dieser Vergleich uns auch noch einmal zeigt, ja, wo die Probleme oder die Besonderheiten in der Flüchtlingskrise liegen. Denn beide Krisen hatten im Grunde sehr ähnliche Ursachen. Ja. Beide gehen auf einen äußeren Schock zurück. Also im Fall der Euro-Krise war das vor allen Dingen die weltweite Finanzkrise. In beiden Fällen sehen wir ein Versagen der europäischen Institutionen, des europäischen Regimes. Ja. Im Fall der Euro-Krise war es vor allen Dingen ein Versagen bei der Kontrolle von Banken und ein Versagen bei der Rettung von Staaten. Ja. In beiden Fällen haben wir einen klaren Verteilungskonflikt. Ja. Im einen Fall Verteilung von Flüchtlingen. Im Fall der Euro-Krise ja, war die Frage, wer kommt für die Schulden auf. Ja. Da gab es den Verteilungskonflikt zwischen Überschuss- und Defizitstaaten in der Eurozone. In beiden Fällen haben wir auch eine starke Politisierung der europäischen Integration. Wir haben aber sehr unterschiedliche Bedingungen, ja, für die Lösung der Krise. Ja. Zum einen haben wir im Fall der Euro-Krise wesentlich höhere Kosten der Nicht-Kooperation. Ja. Das heißt also, wenn die, es gibt dann eine Reihe von Schätzungen, ja, die sagen, also wenn die Eurozone zusammengebrochen wäre, wenn es den Euro nicht mehr gäbe, wären Kosten auf die Staaten der Eurozone zugekommen, die ungefähr um den Faktor 100 höher lagen als die Kosten, die bei einem Scheitern von Schengen, ja, auf die Mitgliedstaaten zugekommen wären. Das heißt also, hier sind die Kosten der Nicht-Kooperation deutlich höher. Wir haben auch unterschiedliche staatliche Handlungskapazitäten. In der Flüchtlingskrise haben sich selbst kleine, schwache Staaten letztlich in der Lage gesehen, unilateral, ja, mit eigenen Mitteln der Flüchtlingskrise Herr zu werden, ja, und sei es durch den Bau von Grenzzäunen. Das war natürlich in der Euro-Krise nicht möglich. Ja. Staaten wie Griechenland, Spanien, Portugal, Irland waren aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, hier der Krise standzuhalten. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die transnationalen Akteure, die die EU in beiden Krisen herausgefordert haben, sehr unterschiedliches Kaliber hatten. Ja. Also Flüchtlinge kann man relativ leicht herumschubsen, aber die Akteure der internationalen Finanzmärkte lassen das nicht mit sich machen, sondern sie haben eher die Staaten der Eurozone vor sich hergetrieben. Und man sieht eine unterschiedliche Stärke supranationaler Akteure. In der Euro-Krise gab es die Europäische Zentralbank,
die Kompetenzen hatte und auch die Mittel hatte, ja, selbstständig zugunsten der Konsolidierung der Eurozone einzuschreiten, während aufgrund ihrer geringen Kompetenzen Frontex und das Europäische Unterstützungsbüro dazu nicht in der Lage waren. Das heißt also, in der Eurokrise haben wir deutlich stärkere Kooperationsanreize und hier sehen wir auch tatsächlich starke Integrationsfortschritte. Das heißt, wir haben die Bankenunion, wir haben den Europäischen Stabilitätsmechanismus und wir haben den Fiskalpakt. Also es ist nicht so, dass die EU insgesamt in Krisen nicht handlungsfähig wäre. Es kommt auf die Art der Krise an, ja, und es kommt auf die Handlungsfähigkeit von Staaten und supranationalen Organen an. Beides war im Fall der Flüchtlingskrise so beschaffen, dass es eben nicht zu mehr Integration kam. Meine Schlussfolgerungen: Der erste Punkt ist, wenn man tatsächlich eine wirksame und humanitäre europäische Flüchtlingspolitik haben wollte, dann müsste man deutliche Schritte in Richtung einer Föderalisierung der europäischen Asylpolitik gehen. Es würde erfordern harmonisierte Standards, es würde erfordern eine Stärkung supranationaler Agenturen bei der Implementierung der Flüchtlingspolitik und eine zentralisierte Lastenteilung. Es ist dieser Tage viel die Rede von einer flexiblen Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Also erstens gilt in der EU, je mehr das Wort Solidarität in den Mund genommen wird, umso weniger existiert davon. Das ist ein guter Indikator davon, wann es nicht funktioniert, wenn Regierungen sehr viel über Solidarität sprechen. Und was heißt eigentlich flexible Solidarität? Das klingt gut, aber es heißt letztlich, dass jeder nur so solidarisch ist, wie er sein will. Und das funktioniert in der Regel eben nicht besonders gut. Diese föderale Lösung entspricht recht gut dem, was die Europäische Kommission in der Flüchtlingskrise immer wieder vorgeschlagen hat, aber an den Konflikten unter den Staaten gescheitert ist. Also eine föderale Lösung, die wir eigentlich bräuchten, erscheint mir aufgrund der Konstellation der Präferenzen und der Machtverhältnisse in der Europäischen Union nicht durchsetzbar zu sein. Dazu sind gemeinsame Interessen zu schwach, dazu ist die transnationale oder intergouvernementale Solidarität in der EU zu gering ausgeprägt und vor allem nationale Maßnahmen zu Lasten Dritter sind einfach möglich, ja, und werden genutzt, wenn sie kostengünstiger sind als die europäischen Lösungen. Das heißt, die Externalisierung bleibt aus dieser Sicht die dominante Strategie der Europäischen Union, darauf kann man sich einigen. Was aber bedeutet, ja, natürlich, dass humanitäre Ziele der Flüchtlingspolitik sekundär sind, ja, dass man versucht, die Probleme von sich fernzuhalten, anstatt innerhalb der EU zu bearbeiten. Und das heißt, dass man auf absehbare Zeit einfach davon abhängig ist, ja, wie sich die Lage außerhalb der EU entwickelt. Ja, wenn man selber keine Instrumente schafft, um das Problem innerhalb der EU zu bearbeiten, ist man letztlich davon abhängig, dass es außerhalb der EU stabil bleibt und die Probleme, ja, die man bei dem Türkei-Deal sieht, ja, der schon öfter auch totgesagt wurde, zeigen eben, ja, was es heißt, sich eben von Drittstaaten abhängig zu machen. Mit diesen Problemen wird, ja, aufgrund der internen Konstitution der Europäischen Union die europäische Flüchtlingspolitik sich auch in Zukunft herumschlagen müssen. Ja, damit danke ich Ihnen sehr für Ihr Interesse an meinem Vortrag und würde mich jetzt über eine lebhafte und auch gerne kontroverse Diskussion freuen.